Hey YouTube, herzlich willkommen zurück zu einer Folge 7 Days to Die. Wir müssen von neu anfangen. Den Server gibt es ja leider nicht mehr. Da habe ich ein bisschen. Da habe ich halt ein bisschen verpennt, das zu bezahlen und dann die Cloud und alles gelöscht. Und. Aber ich glaube, am Ende war eh keiner mehr oben. Kann das sein? Oder bilde ich mir das ein? Ich habe nämlich, weil es ein Fehler war, ich habe eine PS5 und habe viel gezockt auf der PS5. Richtig viele Spiele. Wollte auch ein bisschen auch für mich zocken. Ist ja ein bisschen Ruhe, ein bisschen Abstand. Nicht mal aufnehmen, aber jetzt da irgendwie war es dann schon zu langweilig und der Bock kriegt wieder Videos zu machen, die sich eh keiner anschaut. Deshalb habe ich mir gedacht, ja komm, mach mal Videos, die sich eh keiner anschaut. Was ich da rede, ist wieder unnötig, blödsinnig. Aber okay. Es ist voll ungewohnt für mich jetzt da. Ich zocke normalerweise auf einem richtig großen Fernseher, 4K, PS5, bla bla bla, schießt mich tot. Und jetzt sitze ich hier wieder vor meinem PC, etwas kleinerer Monitor, also auf jeden Fall kleiner als mein Fernseher. Und sehr ungewohnt für mich das Zocken gerade aktuell hier auf dem Computer. Ja, und weil ich aktuell irgendwie keine Games habe. Und dann immer nur die alten Schinken hier. Alte Schinken. Spielen wir halt alte Schinken, macht doch nichts, oder? Das ist in der Ordnung. So, warte, die muss man noch platzieren. Gleich wieder nehmen, gleich wieder reintun. Perfekt. Machen wir sich hier gleich eine Axt. Wenigstens habe ich die Steuerung nicht komplett vergessen. So, was zum Anziehen, denn unten zieht es ein bisschen und oben ist egal. Bestimmt gar nicht, eigentlich ein richtig gutes Gefühl. Ich habe schon ein bisschen Geld. Ich bin reich. Das Geld liegt hier nur so auf der Straße. So, wie war Anziehen? So, so? Nee. Nee, Blödsinn, das war nicht Anziehen. So war Anziehen. Da vorne geht schon die Renate herum, glaube ich es. Ich glaube, die Renate ist da vorne schon. Schon mal ein bisschen knüppeln, die Renate. Habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Die hat es verdient. Sau, die Elendige. Nee, war doch gar nicht die Renate. Die Renate ist doch die andere. Das ist die Sabine, glaube ich. Boah, ich habe total vergessen. Sabine, bist du's? Ja? Nein? Vielleicht? Nein? Ja, nein? Vielleicht? Ah, super. Okay, 1 Sabine 0. Geil. So, wir müssen Federn sammeln. Wird das nicht mehr angezeigt, oder? Gibt es ja wirklich in der Umgebung keine Nester? Ah, doch. Nicht ein bisschen Stein, nicht viel, nur ein bisschen Federn. Dann sind hier keine drin. Oh doch, zwar. Sehe, wo ich stehe, mit Pfeil und Bogen werde ich nicht herumhantieren. Es geht nur um die kleine Mini-Quest. So, jetzt müssen wir das Holzrahmen machen. Platzieren wir das hier. Ganz entspannt. Und jetzt müssen wir den noch aufwerten auf ganz entspannt. So, lass mal gut an. Aber warte mal, das Lagerfeuer könnten wir direkt da drauf platzieren. So, und jetzt ab zum Händler. Wir haben es geschafft. Super. Bin der Absolute. Oh, geil. Hab schon einen Speer. Jo. Läuft doch. Ein paar Dosen. Ein bisschen was zum Verkaufen wäre jetzt nicht verkehrt. Hallo, hallo. Ich spiele das Ganze ohne Mods, gell? Ich muss mal Standard wieder ein bisschen durchziehen. Mal schauen, wie lange ich spiele, weil ich bin ja immer so ein Typ, der spielt nie ein Spiel so lange. Obwohl 7 Days to Die spiele ich schon ultra lang, aber ich ziehe es einfach jahrelang jetzt schon nicht mehr durch. Ich müsste echt mal wieder durchziehen, so bis zur nächsten Alpha. Aha. Das Spiel durchziehen, weißt? Mache ich einfach nicht. Warum? Weiß ich nicht.
Ist einfach so. So, holen wir sich mal die ganzen Schätze hier vom Händler. Da ist nichts drin, oder? Ah, Blödsinn. Okay. Geil wäre jetzt schon eine Helmlichtmod. Ich habe noch nicht mal einen Helm, aber eine Mod wäre geil. Ja, warum gehe ich denn da hoch? Oh, gleich vielleicht die Schmiede lernen, das wäre auch nicht verkehrt. Geilo. Was? Ah, gleich Munition, super. Und mit noch die Waffe. Obwohl, Moment, man kann ja diese Selbstdinger bauen, ne? Warte mal, da oben war ja nichts. Wo renne ich denn hin? Vogel, du. Vöglein. Wo war denn noch was beim Händler? Da hinten irgendwo, gell? Gleich die Werkbank lernen? Wer auch? Okay, schade. Zu viel. Ich will zu viel, definitiv. Aha. Wieder Munition. Ey, läuft doch. Läuft doch. Platze. Bisschen Holz. Ah, da konnte man was lernen. Guck an. So. Jetzt gehen wir gleich am Anfang ein paar Sachen verkaufen. Ich brauche nicht gleich alles Anfang an. Das kriege ich irgendwie. Guten Tag. Ich bin vom Gesundheitsamt. Na, ich bin nicht freundlich, oder? Ich bin ganz wurscht. Schlimmlich. Die Triche habe ich ja nicht, gell? Ne, habe ich nicht. So, Rudi, was geht ab? Gib mir gleich mal, warte mal, ich verkaufe dir gleich mal was. Hier, ja, könnt ihr das? Könnt ihr das? Kein Bock drauf, okay. Da, die hier kannst du mal haben, zack. Dann haben wir die weg. Obwohl, hätte ich zerlegen können, aber hey. Könnt ihr mal den ganzen Shit. Was noch? Wurstabal. Wichtig ist jetzt Kohle machen. Also ich weg. Eine Feder, komm weg damit. Sonst kann ich ja gar nichts mehr verkaufen, gell? Sonst willst du das hier vielleicht? Das wäre geil, ne? Gut, dann das schauen. Wie viel habe ich denn jetzt? 2,35. Was kriege ich mit 2,35? Nix, nur Stritt. Also ich glaube, kaufen kann ich vergessen. Gut, gut. Warte mal, da hast du irgendwelche Aufgaben für mich. Besiege Zombies, das ist nicht weit weg. Das ist eins, das machen wir. Ja, annehmen, akzeptieren. Dankeschön dafür. Oder es kann losgehen. Ist das da hinten? Ist echt nicht weit weg. Machen wir das jetzt schnell. Wir besiegen Zombies, dann kriege ich vielleicht schon die Helmlichtmod als Geschenk. Ich weiß es nicht. Aber ich werde mir noch einen Knüppel machen, schätze ich. Ich werde herumknüppeln wie ein großer. Mit einem großen Knüppel werde ich knüppeln. Pass auf, was ich machen will, ist, wir müssen tragen können. So. Und was war das andere noch? Prügelpeter. Mal hier auf Stärke, zack. Dann nochmal den Prügelpeter. Nee, aber das hier vielleicht? Ja. Geilo. Bedeutet, ich könnte eigentlich jetzt machen. Die könnte man zerlegen. Der Prügelpeter. So, Susan lasse ich in Ruhe. Das ist
Wir haben uns aber schon lange nicht mehr gesehen, Susan. Ha? Gut, dass du das zugenommen hast. Fett bist du geworden, ne? Geilo, geilo. Ah ja, die Drohne. Total vergessen, dass es eine Drohne gibt. So, warte mal. Hier ist kritisch. Susi, tschüss. Mach's gut, Susan. Die kommt da eh nicht hoch. Boah, ich hab's vermisst, das Looten gehen. Ich hab's total vermisst. Schon für gute Sachen habe. Das ist ja unglaublich, oder? Sie schon alles kann. Ist hier Munition. Oh, ich hätte so gern. Moment, lass mich mal kurz gucken. Rezeptos, Meptos, Peptos. Ah, okay. Ich hätte sowieso das Gewehr gebaut, denke ich. Brauche ich einmal Klebeband noch. Also nur einmal Kleber nur noch. Schade. Lass hier kurz reingucken. Ich würde hier gern bewaffnet reingehen, nämlich. Oh, geil, eine Spitzhacke. Ich bin der absolute Pro hier. Knüppeln. Wer steht drauf? Susan! Saug du! Zack! Zack! Gut! Geilo! Schön geknüppelt, da stehe ich drauf. Bisschen Kohle, das wird zu sein. Ja, ist verschlossen. Ich glaube das jetzt nicht auf, okay? Bald mal Dietriche haben, geht's los. Oh, Honig, ganz gut. Kein Kleber, leider. Schade. Ach, da oben. Oh, ich bin schon so voll. Hey. Hallo? Burger. Oh, Bruder! Was soll denn das? Oh, die kommen von da hinten raus. Rein. Rein, raus. Gut, wir haben kaum Ausdauer, ich kann mich kaum bewegen. Ich muss eine Kiste platzieren. Warte, lass kurz machen, eine Kiste. Oh, der aggressiv. Aggressiver Dudelkopf. So, wir sind ja gleich am Ziel. Das heißt, warte, Schlafsack gönne ich mir auch gleich runter. Platzier doch. So, hier eine Kiste, zack. Und da haben wir mal den ganzen Shit rein. Munition, die brauche ich nicht. Warte mal, ich muss kurz schauen. Rezepte, was war das, was ich brauche? Für das Gewehr. Achso, nur Kleber braucht man. Und die Rohre. Okay, dann lasse ich die Rohre einhängen. Und den Kleber, das braucht man nicht. Das braucht man nicht. Die tue ich runter. Die Munition, das vielleicht. Also Steine, vielleicht um etwas zu reparieren. Die Fackel, falls finster wird. Brauche ich gerade nicht mit, ich schon. Essen, trinken, brauchen wir mit. Ist Kleberhammer, gell? Achso, warte mal, das Stoffe kriege ich vielleicht schon. Verband hin, zwei Stück, ja, perfekt. Super. Wir legen los. Wir legen los, das kann losgehen. Machen wir die Zombies weg. Gehen wir als erster looten und dann Zombies wegmachen? Ja, ich glaube schon, oder? Doppelgemoppel rausholen. Yay. Ist hier vielleicht offen oder muss ich mich da reinboxen? Doch
mehrere Jährchen Hobby. Also, so, jetzt kurz mal wieder ein bisschen Ausdauer auftanken, bevor wir da reinschütteln. Schnauze! Oh, bleib liegen, Bruder. Perfekt. Wer klopft? Hallo? Noch wer? Für den guten Loot? Was zum Essen? Geilo. Da oben wird nichts sein, oder? Ach, miese Brise. Kochtopf, ganz wichtig, kann ich brauchen. Ich weiß gar nicht, wo ich die Nacht verbringen werde. Ich werde mir irgendein Dach suchen, schätze ich, für den Anfang. Wie sonst auch immer. Grillgitter? Ne. Gitter? Ne. Ja gut, dann haben wir das, oder? Warte mal, hier könnte man noch ein bisschen looten. Bei mir geht's ab. Die Hunde, die sind voll am Auszucken gerade eben. Riechen das Wüstchen, was ich anhängen habe. Keine Ahnung. Ich gehe richtig ab. So, hallo, Lulu. Ah, das gute Klopapier. Gut, dann haben wir das. Dann haben wir das hier durch. Weiß nicht, ich glaube, ich bringe das kurz rüber zum Schlafsack. Schade, dass ich keinen Kleber gefunden habe. Ah, ist die Renate, oder? Oder war das... Ich hab vergessen, wer die Renate war. Komm mal her, du. Hi. Fuck. Zack, tot. Geilo, Milo. Warte, wie war das so? Total vergessen, das braucht man nicht mit. Das könnte man eigentlich tragen. Das Essen lasse ich anhängen. Vielleicht kriege ich gleich Hunger. Kaffee, falls ich Ausdauer brauche für irgendetwas. Und Kleber für, wenn ich anderen klebe. Dann baue ich mir eine Waffe. Es wäre auch cool, wenn man so minderwertige Munition bauen könnte, ne? Das wäre auch nicht verkehrt. Oh, ein Hammer. Meisterst du? Aber den haben wir doch mal hier runter. Zack. Den werden wir vielleicht nutzen müssen. Ich ramm dich ungespitzt in den Boden. Los. Hallo. Oh Gott. Ja, jetzt auf einmal sind hier mehr drin, oder wie ist? Nein! Nein! Och, mies! Hör auf! Aus! Aus! Gut. Ach, was war denn das? Ah, was ist denn jetzt los? Hallo? Beruhigen Sie sich. Hä? Gehen jetzt ab, Game. Abschmieren hier. Toilette? Hä? Das gute Klopapier. Yay. Tag. Die sind draußen. Ah, gut. Ah, gleich tragen. Nicht fragen, einfach machen, nicht lachen. Essen wieder, da hinten war auch noch Essen. Verrückt.
Einmal Knochen. Ja gut, ich könnte ja mit Knochen und so, könnte ich ja Kleber herstellen, ne? Also haben wir jetzt ganz schnell dann die Knarre zusammen. So, ich mach dir auf, Bruder, du tust mir so leid. So, gibt's nur noch einen oben? Der ist oben. Wo komme ich denn hier hoch? Da ist verschlossen, aber da ist wieder der Ausgang sein. Wo geht's nicht hoch? Den ersten vielleicht. Von der Toilette aus? Nein. Muss von außen sein. Ich ein Geier. Das sind immer die Geier, die was mir so am Sack gehen. Hallo, Geier. Niemand hier. Voll die Farsche. Da liegt er. Der Robert, oder? Nee, Robert? Nee, weiß nicht. Keine Ahnung, Alter. Ungespitzt in den Bodenrahmen. Das ist das, was ich kann, was ich tue, was ich hier liebe. Medizin und Fragen hier. Ein paar Verbände. Perfekt. Perfekt, wir haben es gemeistert, die Quest. Die absoluten Meisterer des. Keine Ahnung. Was ist denn hier los? Bisschen ruckelt's. So, jetzt wenn wir wieder zurück zum Händler müssen, gucken wir gleich nach, was für Schrott wir haben, den wir verkaufen können. Was ist denn hier los? Ah, warum bist denn du so flott? Das ist Tag 1. Was geht denn hier ab? Wieso rennen da schon solche Typen hier rum? Habe ich auch schon reinguckt eigentlich? Ja, ich meine, jetzt ganz ehrlich, ohne Witz jetzt mal, ich krieg doch richtig guten Shitsam, ne? Hab schon eine Axt, hab eine Spitzhacke, hab einen fetten Hammer. Was brauche ich denn noch? So, hier habe ich was zum Essen, was zum Trinken, den Shit brauche ich. Also, das zerleg mal. Ja gut, warte mal, gehen wir hier. Ach, ist nicht. Wo möchten wir wohnen dann? Dabei. Also zum Verkaufen habe ich nicht wirklich was. Aber wir brauchen einen Platz zum Hausen. Lass das mal liegen, wir gehen jetzt mal zum Händler, der ist ja nicht weit weg. Nehmen wir die Quest ab, holen uns unsere Belohnung, hoffentlich was Gutes. Holen sich dann vielleicht auch gleich noch eine Quest für später. Aber wichtig ist mir jetzt, dass ich mal ein Fleckchen suche, wo ich dabei heimisch werden tue. Tiefster. Puente la Mela. Guten Tag. Was ist meine Belohnung? Munition oder Mollis? Ich nehme Munition, weil ich habe bald eine Waffe. Besiege Zombies, das ist so weit weg, aber okay. Coolio. Haben wir schon jetzt eine Mission für später? Weil jetzt gleich nochmal Zombies besiegen gehen, mache ich nicht. Jetzt ist mal wichtig, dass ich weiß, wo ich wohnen möchte. Schlecht wäre es auf jeden Fall. Es wird mir gar nicht angezeigt. Habe ich die jetzt angenommen oder nicht? Ich glaube, ich habe die gar nicht angenommen. Kann das sein?
Das kann sein. Oh, ich bin auf Ablehnen gegangen. Das war's. Hä? Geile. Tja. Ja, auch nur ein Mensch. Wir könnten auch direkt gegenüber vom Händler bauen. Aber das mit dem Bahn ist immer so eine Sache. Ich weiß es jetzt nicht. Versuchen soll eine schöne Wohnung. Schöne Wohnen? Schöne Wohnung zu bauen. Ein Haus. Oder eine Base, die so die Hordennacht übersteht. Aber dann aber nicht so, wie wir das hatten auf dem Community-Server, dass du nichts zu tun hast. Ich meine, man kann ja ganz easy eine Hordenbase bauen. Da hast du einfach nichts zu tun. Die Nacht über. Aber das möchte ich nicht. Das möchte ich nicht. Ich sagte was vielleicht. Ah, mal eine Bücherei. Da hier oben. Ich glaube, das ist schon ein gutes Gebäude, wenn wir das hier clean machen hier. 1000. Die Tür ist auch stabil. Also da könnte man schon mal. Du dein. Und Essen haben wir ja auch. Es ist nur ziemlich finster gerade eben. Oh! Hey, sexy lady. Oh, ich muss die Tür aufmachen. Ich muss sie rauslocken. Keine Ausdauer. Wir müssen kurz. Kommen Sie raus. Kann sie zu. Einer weg. Noch einer weg. Das war voll auf die Nase. Ungespitzt in den Boden gerammt. Ich glaube, wir werden hier weg. Wir werden hier übernachten. So ist es nämlich. Zu unten gucken. Unten ist ja der Hühnerkäfig des Grauens und paar. Tschüss. Ciao, rüber. Oh, hallo, Dicker. Gut, der ist weg. Da haben wir den guten Loot. So. Hoppala. Gib mir mal. Oh, gib mir mal. Ein bisschen Munition ist auch in Ordnung. Eine Feuermod und gute Dinger und dann. Oder Feuermod. Zack, zack. Verändern. Bam. Bamala. Bamala. Jetzt haben wir es auch wenigstens hell beim Boxen. Bamala. Ja. Reifen und Schraubenschlüssel. Wir sind absolut gut. Hier gerade unterwegs? Was geht denn hier ab? Sag einmal. Hühnchen lassen. Ich lasse die Hühnchen jetzt noch leben, gell? Dann mache ich nichts. Was denn? Ich dachte, du wärst tot, Alter. Burn, motherfucker. Das Huhn geht mich an hier. Jump. Level up, Bruder, level up. Oh, Tür zu, jetzt gehen wir schon zumachen. So. Da liegt nur einer, okay, was haben wir hier? Das geschulte Auge hier. Ja, hallo? Die Drogen auf der Toilette, wer kennt's nichts? Kokain und, Alter. Also hier oben gibt es gar nichts. Okay, aber kann ich nicht irgendwie aufs Dach? Doch, muss gehen. Ich höre es doch jetzt gerade eben jemanden. Das ist doch aufs Dach gehen. Da ist gerade wer irgendwo runtergefallen. Hallo! Oh.
Kann man hier aufs Dach? Gibt es hier eine Leiter hoch? Nicht, dann baue ich eine Leiter hoch. Wo habe ich denn die Leiter? Leiter. Also gar nicht, wie viel ich jetzt brauche. Mal weg, brauchen wir gerade gar nicht. Interessant, interessant. Oh. Alle, ja, ja. Achso, scheiße, das geht wieder nicht. Na toll, wir müssen das wegkloppen. Wow, na Gott, das kloppt man nicht weg. Kloppt man nicht weg, wir suchen uns irgendwie eine Stelle, wo das fehlt vielleicht. Kann man nicht geben. Oh doch, hier, schau an. Da ist die Leiter, sag mal, auf die Tür hier. So, das war hier. Ach nee! Wow, okay, der hat mir jetzt gegeben. Der war jetzt fies. Aber der ist down. So von so geht das nicht. Da müssen wir kurz so machen, dann geht das. Perfekt. Super. Oben ist jemand. Ah, hier wäre eher ein Loch gewesen. Ja gut, YouTube, dann haben wir unsere Basis. Ich muss dann alles noch hochholen. Aber wir sind durch. Wir haben's. Wir haben's. Fertig. Gibt's was Gutes hier? Knochen. Kleber habe ich aber keinen gefunden. Werde ich herstellen einfach. Alles gut, wir machen uns mal ein Lagerfeuer. Wir haben es gemeistert, YouTube. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich hoffe, ich konnte euch einigermaßen unterhalten und ihr freut euch auf Seven Days to Die, denn Bock hätte ich jetzt schon wieder ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Also so ist nicht. Topf, habe ich unten. Ah, Kochtopf habe ich unten, okay. Ja, passt, macht das gut. Tschaußen.